Okay, Leute, das ist so, wie meine Stimme kommt, aber es wird besser. Man hört das auch, oder? Also hoffe ich mal. Na gut, so, beginnen wir jetzt die Folge. Diesmal nicht so viel drumherum schwafeln. Was soll ich denn sagen? Genau, diesmal wird es kein im Voraus gemachter CW sein, sondern diesmal sind wir noch mittendrin, Leute. Und diesmal werde ich auch einen Live-Angriff zeigen. Der Nelson hat jetzt gerade vor 2 Minuten eine gute Frage gestellt, nämlich ob es 30er CW wird. Das wird sich jetzt herausstellen. So, das wird sich jetzt hier in der Aufnahme herausstellen. So, dann epischer Trommelwirbel bitte. Ich krieg mit dem Kazoo keinen Trommelwirbel hin, genau. Na gut, egal. Machen wir den Angriff auch ohne Trommelwirbel. Ich bin bereit, bereit, bereit. So. Diese Nummer hier ist ein ziemlich harter Nuss. Diese Nummer hier ist ein ziemlich harter Nuss. Habt ihr es gehört, Leute? Das war Deutsch. Krass, oder? Ich weiß. Also, ich glaube, ich weiß schon ganz genau, wo ich die Erdbeben droppe. Nämlich hier. So. Der Nelson guckt, glaube ich, auch schon sofort zu. Und alle Mauern kaputt. Yeah, bam, perfekt. Dann hier jetzt noch Busch und Wash. Und dann hier so. Und diesmal werde ich auch die Lehre, die ich in der letzten Episode gezogen habe, mal berücksichtigen. Nämlich, dass ich die Hocks erst zuletzt setze, sobald es wirklich nötig wird und mir auch was bringt. Und nicht direkt nur sie verballert werden. Und dann Riesenbomben wieder hinten zum Beispiel sterben. Das sind nämlich keine Panzer-Grand-Grands. So. Oh. Jetzt habe ich den, glaube ich, zu früh gesetzt. Wobei, da kommt noch... Ja, doch, kann was werden. Heute Kinder wird das geben. Ich hab'n zu... Sorry, Leute, ich kann nicht gleichzeitig reden und ja aufnehmen. Das ist zu kompliziert. Reden und aufnehmen. Ich meine hier reden und angreifen da. Ihr habt schon gesehen, was die Folgen davon sind, Leute. Dazu brauche ich nichts mehr sagen. Es ist einfach nur traurig. Früher noch, da konnte ich gleichzeitig reden und masturbieren. Und jetzt? Jetzt? Naja, Leute. Okay, ich glaube, aufgrund dessen hier wird das jetzt kein 30er CW mehr. Und ihr seid es entschuldigt! Ihr seid es entschuldigt, Leute! Das ist ein lausiger Angriff, sorry. Ja, Leute, irgendwann. Irgendwann bekommt die Thea das, was ihr zustimmt. Und dann, liebe Leute, ja. So. Bei die Hocks, die beiden hier noch ein paar Prozent, das muss man sagen. Könnte vielleicht doch, mit etwas Glück, je nachdem wie lange der Golem jetzt noch hält. Komm. Ne, ich glaube, der Zug ist jetzt schon abgefahren. Hat man auch damals schon zu bestimmten Selbstmordattentätern, Selbstmördern gesagt. Wo kann ich jetzt Selbstmord machen? Der Zug ist schon lange abgefahren. So gesehen hätte ich die Hocks vielleicht früher setzen sollen. Die haben ja doch noch ziemlich viel ausgerichtet. Hätte ich die ja noch früher in Verbindung mit den Magiern verwendet. Knapp daneben ist auch vorbei. So. So. Na, komm mal. Aufgeben und reden und fighten ist zu viel für mich. So. Seht das, Leute? Das ist das Geheimnis dahinter, eine hochautoritäre Person mit Charisma zu sein. Immer genügend Ausreden dabei haben, wenn man irgendwas schief läuft. So macht es schon der Trump, so macht es der Obama, so machen es alle anderen. Das, liebe Leute, ist das Geheimnis dahinter, einen Staat zu führen. So. Wählt mich, denn ich habe gute Ausreden. Na gut, der CW ist aber, glaube ich, trotzdem schon gewonnen, denn... Ja gut, hier werde ich sicherlich mehr als einen Stern hinbekommen. Und die gegnerische 1 hat mich nur ge-Zero-Starts. Die gegnerische 2 könnte mich mit etwas ge-One-Starten, aber es wird kein Problem sein. So. Juhuhuhu. So. Na gut, Leute. Dann weiter jetzt zu 3. So. Ein Mensch, wenn wir hier wieder einen Live-Angriff gezeigt haben, das hat mich auf allen Ebenen befriedigt. So, ja, da hat sie nochmal die Nummer 3, die 3 besiegt. Deine Geschimai. Deine Geschimai. Perfekt. So, manchmal ist es doch noch toll, die einzelnen Spitz da zu heilen, denn das hat mir den Arsch gerettet. Ja, jo. Komm mal, aber ich redde Genre Bands. Ja, kleine Challenge für euch, Leute. Ist jetzt hier die Emerald Challenge.
sprecht einen Tag oder eine Woche, je nachdem wie hardcore ihr seid, alle deutschen Wörter auf Englisch aus. Jo. Tolle Challenge, oder? Wer es schafft, kriegt einen imaginären Keks von mir. Aber nur, wenn ihr den Clan hier beitretet. Ich muss ihn ja per Chat übertragen. Werbung, Leute. Werbung. Das größte Talent eines Propaganda bin ich das. Ja! So, da hat der Nelson wieder einen guten Job geleistet. So, dann gucken wir uns doch an, was der Erdgericht auf deren Anführer gemacht hat. Er ist ja die Strohbande und der Luffy, der ist ja auch tatsächlich der Anführer des Clans. Und ja, da sind die Neuen. Der Erdgericht wurde von irgendeinem Typen, der unter ihm steht noch, wie auch immer das sein soll, denn der hat zwei Kanonen. Hochgestuft ist deshalb Nummer 9, aber ich glaube, ich glaube mit der Nummer 10 haben die mehr Probleme zu besiegen, als hier den Erdgericht. Den Erdgericht. Was hab ich gerade im Labor? Frage. So. Manuel Neuer. So. Da. Ja, wenn die eigentliche Nummer 10, im Prinzip auch die Nummer 11 oder 20, der kann alles sein, die Nummer 5 besiegt. Ich weiß, Leute, das ist wunderschön, oder? Oh, hab ich denn am Nelson seine Nummer geklaut? So. Ich glaube, Earthbaben. Sabia. So. The Earthbaben Sabba. Yeah. Oh ja, Drag. So, oder wie der Experte sagt, Dreieck. Wie der Experte sagt, Dreieck. Oder auch Bill Cypher. Ich weiß nicht, manchmal, wenn ein Action über alle Witze lacht, die ich reiche, habe ich das Gefühl, dass er das nur simuliert, damit ich mich gut fühle. Na gut, auf geht's zum nächsten Angriff. Irgendwann. Sobald ich die Weltherrschaft habe, wird jeder über meine Witze lachen, damit ich mich gut fühle. Mhm, ihr werdet schon sehen, Leute. Ihr werdet schon sehen. Na gut, weiter geht's im CW. So werde ich, glaube ich, auch die Folge nennen. Irgendwann, wenn ich die Weltherrschaft habe. Ja, da wird sich ja einiges ändern. So, ja. Wenn die 8 von der 3 gemacht werden mussten, habe ich hier mit 99, ich weiß nicht, ob diese 99, wieso nicht, 88 Barbaren gemacht. 88 arische Barbaren, Leute! Germania! Mit Leib und Seele! Ja gut, und ein paar Hawkrider. Ja, und ich habe hier noch da Warhawk einer coolen Taktik, die der Dennis mal benutzt hat, noch einen Namen gegeben. Wo ist das hier? Genau, ich liebe Ad-Hoc-Strategien. Ich muss irgendwann mal Warhawk ausprobieren. Ritt der Walküren. So. Huhu. Ja, wir haben nämlich bald die Niederlagen überholt, die ich uns eingebrockt habe, als ich mit dem Hauptaccount bei der, wie heißt das Scheiß nochmal? Genau, sorry, Seven Mafia war. Sorry, Knusser, falls du das siehst. Oder, wie heißt er nochmal? Jones oder sonst wer von dort. Ja, das habe ich ursprünglich noch mit dem Minehound versucht. Mit dem Minehound. Hat nicht so sehr geklappt, also musste der Steven nochmal drüber gehen. Aber die 10. Die Leute habe ich mit TH3 ein TH5er besiegt. Wer ist hier der Boss? Wer ist der Boss? Ja, ich bin der Boss. Das seht ihr sogar in meinem Titel. Ich bin hier sogar erster Platz im Clan. Der habe ich aber noch so gerade so geschafft. Dank den Hoax. Wäre jetzt das Rathaus Letzt gefallen, das wäre noch grün gewesen. Ich mag solche Angriffe, wo das Rathaus Letzt fällt. Und lol, Leute, wir haben es sogar also noch innerhalb von 10 Minuten geschafft, alles durchzunehmen, obwohl ich angegriffen habe. Während der Aufnahme. Na gut, Leute, egal. Ich werde euch jetzt sicher den letzten Angriff noch zeigen, weil das wird eh easy to restart. Wieso gestikuliere ich hier rum? Ihr seht das nicht. Na gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.